Jetzt möchte ich mal mit euch besprechen, wie viel man eigentlich für die Nebenkosten in Ungarn zahlt. Das ist sicher auch für viele ein ganz interessanter Punkt. Und ich sage das an euch anhand meines Hauses, also meines Hauses, wo ich halt zurzeit alleine bin und wie viel ich praktisch eine Person dort verbraucht. Aber gut, ich meine, das wird dann bei zwei, drei Personen auch nicht so viel mehr sein. Also der Müll, ich habe das jetzt umgerechnet auf Monatsbasis und auf Euro, damit ihr es euch besser vorstellen könnt. Also Müll habe ich monatlich 5,50 Euro. Wasser habe ich monatlich 4,33 Euro. Und da ist ganz wichtig auch zu wissen, dass es in vielen ungarischen Dörfern ist das noch so, dass es keinen Anschluss an die Kanalisation gibt. Man hat, wie bei mir auch, so eine Sickergrube auf dem Grundstück und alle paar Monate mal, wenn die irgendwann mal voll ist, dann ruft man auch ein Auto und das saugt das ab und dann fährt es das irgendwo weg und entsorgt das dann fachmännisch. Aber das hat den großen Vorteil, dass man eben keine Kanalisationsgebühr bezahlen muss. Und das weiß ich von früheren Häusern aus Ungarn, ist wahrscheinlich in Deutschland auch ähnlich, dass diese Abwassergebühr das Doppelte ausmacht. Und zwar nicht nur für das Abwasser, sondern auch, wenn man ganz normal die Pflanzen gießt draußen, also das im Garten benutzt oder wenn man das sonst das Wasser benutzt. Also nicht nur für all das Wasser, was man als Abwasser wieder zurückleitet, sondern das macht dann ganz ordentliche Beträge aus. Es sei denn, das habe ich auch schon mal bei einem ungarischen Haus gemacht, so einen separaten Garten Anschluss, Wasseranschluss anzuschließen, wo man dann nicht die Kanalisation mitbezahlen muss. Nur das war auch dann sehr teuer. Das rechnet sich auch erst über ein paar Jahre, dieser separate Anschluss, bis das die Kosten dann zurückkommen. Also für mich war ein ganz wichtiger Punkt bei diesem Haus auch, dass ich diese Kanalisation nicht mitbezahlen muss, weil ich ja auch, gut, das Brunnenwasser habe ich, aber trotzdem brauche ich auch das Leitungswasser viel zum Gießen zusätzlich und deswegen macht das schon einen bedeutenden Kostenfaktor aus. Dann haben wir das Gas und beim Gas und beim Elektro ist es so, dass ich solche Abschlagzahlungen zahle. Also am Anfang, als ich die Verträge mit Gas und Elektro gemacht habe, wurde ich gefragt, wie viel ich möchte ich zahlen. Das konnte ich wirklich selbst bestimmen und das wird dann am Jahresende eben dann gegengerechnet. Und ich habe für Gas dann mich für 23,82 umgerechnet, zahle ich pro Monat, also 23,82 Euro. Das ist ja auch schon mal relativ wenig, denke ich mal, ein guter Betrag. Ich weiß nicht, wie viel das in Deutschland ist. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie viel ihr derzeit für Gas in Deutschland zahlt. Allerdings, ich koche auch jetzt in der Küche, benutze ich also Gasherd. Und das ist eigentlich das Einzige, wo ich das Gas zu benutze. Ich habe ja die Kachelofen und noch einen Eisenofen im Haus. Und den letzten Winter habe ich dann dort nur mit Holz geheizt. Einmal ist die Wärme viel, viel besser. Ich habe ja Gasheizung auch in jedem Zimmer. Das heißt, das könnte ich anmachen. Nur das brauchte ich gar nicht, weil es erstmal kein so kalter Winter auch hier in Ungarn jetzt nicht mehr ist, wie vor noch ein paar Jahren. Aber dann habe ich eben lieber mit dem Kachelofen und dem Eisenofen geheizt und brauchte ich gar keinen, also fast wirklich gar keinen Zusatzgas mit der Gasheizung zu heizen, weil es einfach warm genug war. Also ich habe nur für das Kochen benutzt und ich denke, wenn die das gegenrechnen, dass ich da noch was wiederbekomme. Also das heißt, dass das Gas mit 23,82 Euro pro Monat höher angesetzt ist. Ich denke, ich werde so bei um die 11 Euro rauslaufen, also das dann noch weniger. Genauso wie bei der Elektro. Dann, da hatte ich mal zusätzlich einen Tiefkühler hatte ich im Betrieb und vorher war das noch viel weniger und ich denke, da kriege ich auch was zurück. Jetzt zahle ich monatlich umgerechnet 19,52 Euro. Also ich denke, da liege ich dann auch so bei 10 Euro. Also dann das Internet monatlich ist 12,60 Euro. Das heißt, wir haben jetzt, wo ich dann noch was zurückbekomme, monatlich 65,77 Euro. Und ich denke, da kann man wirklich nicht meckern, weil für Gas, Strom, Müll, allem drum und dran 65,77 Euro. Also
66 Euro im Monat. Also kann man sich nicht beschweren. Und deswegen denke ich, das ist auch wieder was, wenn ihr nach Ungarn zieht, was ihr auch berechnen müsst, dass ihr, vielleicht sind die Lebenshaltungskosten in vielen Bereichen auch durch die hohe Inflation inzwischen genauso wie in Deutschland. Aber ich denke, diese ganzen Hausnebenkosten, was ich euch jetzt aufgezählt habe, ist noch wesentlich günstiger in Ungarn. Und das bleibt so. Aber in Deutschland geht es ja nun weiter durch diese ganzen grünen Maßnahmen weiterhin auch nach oben. Also ihr solltet das euch auch unter dem Aspekt überlegen, dass sicher euer Leben in Ungarn dadurch wesentlich günstiger wird. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie viel eigentlich, was ihr so im Moment am Nebenkosten in Deutschland habt. Das würde mich mal interessieren, wie viel das da ungefähr so alles kostet. Ansonsten, like das Video, abonniert den Kanal und macht's gut aus Ungarn.